Herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Centers Germany. Mein Name ist Marlene Halbach und ich bin Redaktionsleiterin des SMC und wir sprechen heute mit Expertinnen über das Thema niedrige Fallzahlen als ein gemeinsames Ziel für ganz Europa, um die SARS-CoV-2-Pandemie nachhaltig einzudämmen. Deutschland befindet sich gerade mitten im Lockdown. Österreich wollte sich nach langer Phase eines Negativwachstums in ein paar Lockerungen üben, aber nimmt diese jetzt offenbar doch wieder zurück vor Weihnachten. In der Schweiz steigen die wöchentlichen Fallzahlen weiter an. Ich greife diese Länder nicht richtig zufällig heraus, denn wie Sie vielleicht in der Runde sehen, bilden heute unsere Expertinnenrunde, bildet dieses Dreiländereck eigentlich hervorragend ab hier. Wir wollen darüber sprechen, warum eine gesamteuropäische Strategie, also gemeinsame Ziele, sinnvoll sein können, um die Corona-Pandemie auch über die Ländergrenzen hinaus zu adressieren. Von heute auf morgen Nacht erscheint dazu ein Korrespondenzpapier, wenn man es so nennen möchte, im Fachjournal The Lancet, und in dem internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben genau diese Idee erklären und ausbreiten. Viele weitere als die Autoren haben das Dokument auch unterzeichnet und sie alle sehen eben ein gemeinsames Ziel von im Maximum 10 Neuinfektionen pro 1 Million Einwohner pro Tag als notwendig an, um diese Pandemie überhaupt unter Kontrolle zu halten. Umgerechnet auf die in Deutschland gängigere Einheit der Inzidenz wären das 7 Fälle pro 100.000 Einwohner. Für die deutschen Journalisten da draußen, wir benutzen hier irgendwie diese pro Millionen nicht so. Eine der heutigen Expertinnen ist auch Mitautorin des Papiers und wird diese Idee dahinter gleich nochmal näher vorstellen. Anschließend stelle ich ein paar Fragen in die Runde und öffne danach eben auch sehr schnell für Fragen von außen von Ihnen. Wie immer freue ich mich auf Ihre Fragen. Bitte stellen Sie die hier in den Chat an alle gerichtet, nicht nur an Moderatoren bitte, sonst sieht sie mein Kollege nicht, denn der sammelt die ein und schickt sie mir hier in diesem Dokument, sodass ich sie eben einbringen kann. Noch ein Hinweis vorweg, dann legen wir auch los. Diese Informationen in diesem Pressbriefing stehen unter Sperrfrist bis heute Nacht 0.30 Uhr. Vorher dürfen also keine Artikel darüber veröffentlicht werden oder Beiträge und auch keine Informationen benutzt werden, die wir hier besprechen. Ich kann Ihnen, also der Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dieses Positionspapier aus dem The Lancet nachher zur Verfügung stellen unter Embargo und auch eine deutsche Übersetzung mitliefern. Dann würden Sie noch eine E-Mail von mir bekommen im Nachhinein. Jetzt möchte ich einmal kurz die Expertinnenrunde vorstellen. Und zwar fange ich das mal alphabetisch an. Unten links bei mir zumindest ist Professor Dr. Isabella Forschungskrankheiten der Uni Genf in der Schweiz. Und auch sie hat das Positionspapier unterzeichnet. Dann haben wir Professor Dr. Barbara Preinsack, Universitätsprofessorin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität in Österreich, in Wien. Sie ist Mitglied der European Group on Ethics and New Technologies und auch Unterzeichnerin des Positionspapiers. Und als Letzte im Bunde, aber damit nicht weniger wichtig, vor allen Dingen heute nicht, ist Dr. Viola Priesemann oben rechts bei mir. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und Koordinatorin sowie Autorin des Positionspapiers, das heute Nacht veröffentlicht wird. Frau Priesemann, würden Sie vielleicht einen kurzen Einblick geben, wie genau dieses Papier zustande gekommen ist und auf welchen Überlegungen das fußt? Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich denke, manchmal ist die Zeit reif für ein Thema. Das Virus stoppt nicht an unseren Grenzen. Es ist ein gesamteuropäisches Problem, es ist eine gesamteuropäische Herausforderung. Wenn ein Land, wenn eine Region die Fallzahlen gut unter Kontrolle bekommen hat und eine Nachbarregion dann aber aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr große Fallzahlen hat, dann schwappt das sehr leicht über und es gefährdet die erfolgreiche Strategie von einer Region. Ich habe deswegen einen Entwurf gemacht, das ist jetzt 2-3 Wochen her, und ihn dann an meine europäischen Kolleginnen und Kollegen geschickt. Die Resonanz war wirklich überwältigend. Viele meiner europäischen Kolleginnen kannte ich noch gar nicht. Ich habe sie trotzdem einfach angeschrieben. Inzwischen sind ja viele Gesichter bekannt. Und wir haben innerhalb wirklich von Stunden dieses Positionspapier dann sprachlich nochmal verbessert. Der Inhalt stand und war wirklich etwas, worauf wir uns alle absolut einigen konnten. Und danach hatten wir noch etwas Zeit. Wir haben es dann submittiert. So funktioniert das mit diesen Positionspapieren. Und das dauert dann ein wenig, bis es durch diese Publikationsmühle durchgeht. In der Zeit haben wir Unterschriften gesammelt und ich muss sagen, das ist auch extrem beeindruckend. Ich weiß nicht, ob Sie die Liste von Unterschreibenden sehen. Ich möchte das gerne für Deutschland zusammenfassen. Es hat unterschrieben die Präsidenten der Nationalen Akademie, der Forschungsgesellschaften. Es hat unterschrieben Herr Wieler, es hat unterschrieben Herr Drosten. Sandra Ziesek ist eine der Autorinnen hier. Das ist wirklich jeder, würde ich sagen, in Deutschland, der sich hier konstruktiv in die Debatte einbringt.
Ich möchte das wirklich betonen. Ich denke, das ist die große Mehrheit der Gesellschaft, der Wissenschaft hier, die sich sehr einig darin ist, dass wir niedrige Fallzahlen brauchen und davon profitieren. Wir haben lange auch nochmal darüber nachgedacht, ob hohe Fallzahlen irgendeinen Vorteil haben. Irgendeinen. Und es gibt dieses etwas sonderbare Missverständnis manchmal, das sagt, naja, dann nehmen wir halt etwas höhere Fallzahlen in Kauf und haben dafür mehr Freiheiten. Aber, und das möchte ich ganz explizit sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte dieses Missverständnis einmal aufräumen. Wir haben bei niedrigen Fallzahlen wesentlich mehr Freiheiten. Wir können die Pandemie wesentlich besser eindämmen. Es ist ein Missverständnis. Es ist ein sonderbarer Irrglaube zu sagen, wir machen uns jetzt etwas lockerer, nehmen höhere Fallzahlen in Kauf und haben es etwas leichter. Wirklich genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist etwas, ich versuche es manchmal zu beschreiben, wie einem extrem verrückten Fußballspiel. Ein riesiges Fußballspiel. Und da ist diese Virusmannschaft. Diese Virusmannschaft versucht, Tore zu schießen. Und dieses Fußballspiel ist verrückt. Jedes Mal, wenn die Virusmannschaft ein Tor schießt, kriegt sie bis zu 3 neue Spieler. Es ist besser, gegen eine kleine Mannschaft oder besser, gegen eine große Mannschaft zu spielen. Das illustriert ganz genau, was der Kipppunkt ist. Das illustriert genau, was exponentielles Wachstum ist. Solange die Verteidiger in Überzahl spielen, ist das überhaupt kein großes Problem. Jeder Einzelne hat mehr Freiheiten. Sobald die Verteidiger in Unterzahl geraten, dann wächst diese Virusmannschaft mehr und mehr. Wir kommen nicht mehr hinterher. Wir müssen diesem Virus die Wege abschneiden. Wir müssen die Infektionsketten brechen. Je weniger Fälle wir haben, desto mehr können wir uns auf die verbliebenen Infektionsketten konzentrieren. Diese Ergebnisse liegen qualitativ ganz klar auf der Hand. Quantitativ ist dann die Frage, wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel? Was ist eine gute Anzahl von Neuinfektionen, wie wir insgesamt eine Kontrolle haben? Wir haben in diesem Positionspapier ganz klar die Zahl 10 definiert als Ziel, nicht als Obergrenze. Das möchte ich gerne betonen. Ich möchte das auch sehr gerne nicht missverstanden haben. Es ist ein Ziel, 10 oder drunter. Warum dieses Ziel? Wir wissen von Deutschland, dass das etwa die Menge ist, die wir mit den Gesundheitsämtern ganz gut noch in den Griff bekommen. Wir wissen, dass wir dafür genug Tests haben. Wir wissen, dass wir auch noch einen Sicherheitsabstand haben zu den 35 oder 50, die wir ja als Obergrenze mal im Frühjahr definiert hatten. Wenn wir erst nur bei 10 sind, wenn auch alle anderen Nachbarländer bei 10 sind, wird es viel, viel einfacher. Woran liegt das? Es gibt 2 Faktoren, die die Ausbreitung bestimmen. Das eine ist natürlich unser Kontakt und die damit einhergehenden möglichen Ansteckungen. Das ist der R-Wert. Der R-Wert muss unter 1 sein. Eine Person muss im Mittel weniger als eine Person anstecken, ansonsten steigen die Fallzahlen. Die andere Sache ist der Influx von außen, also der Eintrag von neuen Fällen. Wenn in irgendeiner Nachbarregion, in einem Nachbarland, die Fallzahlen extrem hoch sind, dann ist es so, als würde man wieder und wieder neue Infektionsketten starten. Und diese Infektionsketten laufen erstmal unerkannt los, bis sie gestoppt werden. Das heißt, die Anzahl von Neuinfektionen in diesem Land oder in einer bestimmten Region ist absolut proportional zu dem mit all den Regionen, mit denen dieses eine Land verbunden ist. Proportional bedeutet, alle gehen zum Mittelwert. Und das bedeutet, wenn jetzt alle runtergehen, wird es auch für alle viel, viel einfacher, die Fallzahlen niedrig zu halten. Dürfte ich da vielleicht direkt mal einhaken, Frau Friesemann? Ich finde, das, was Sie auch im Papier sagen, ist ja nicht Common Knowledge, da haben Sie total recht, dass das irgendwie anders auch kommuniziert wird, aber die Maßnahmen sind jetzt nicht innovativ oder Sie schlagen jetzt nicht irgendwie vor, jetzt machen wir mal alles anders, um das zu erreichen. Wie erreichen wir denn aber dann diese Fallzahlen? Denn jetzt gerade alle Länder, aus denen wir jetzt hier versammelt sind, können das ja selbst alleine nicht halten. Wie schaffen wir das denn, dass das europäisch auch noch irgendwie Ziel sein kann oder wie kriegen wir die Fallzahlen wirklich runter? Wir haben uns explizit entschieden, jetzt nicht ein langes Papier mit Maßnahmen zu machen. Warum? Erstens gibt es wahnsinnig gutes Material draußen. Wir sind seit Monaten in dieser Pandemie. Es ist hinreichend bekannt, wie man die Fallzahlen runterbringt. Wir sehen, dass sie runtergebracht werden können aus Australien, aus Israel, aus vielen europäischen Ländern, in denen die Fallzahlen gerade systematisch sinken. Irland ist auch ein ganz tolles Beispiel, um das einmal zu nennen. Aber auch Schweiz, Österreich, Frankreich. Viele Länder bringen gerade die Fallzahlen drastisch runter. Es ist eine Frage für uns. Und ein Aufruf, stoppt nicht zu früh, ansonsten verspielt ihr den Erfolg. Mhm.
Vielen Dank für den Moment. Ich würde gerne das Wort einmal weitergeben, und zwar gerne an Frau Eckerle. Sie kommen ja eher so aus der klinischen Perspektive. Wie blicken Sie denn so aus der Schweiz, aus Ihrem Hintergrund eben auf diese gesamteuropäische Strategie und das Papier? Warum haben Sie unterschrieben? Genau, also wir haben als in der Schweiz als Binnenland sozusagen das ja auch sehr deutlich mitbekommen. Die ersten Infektionen sind eben aus dem italienischen Raum übergeschwappt, sehr früh. Man sieht es auch in den Grenzregionen, dass eigentlich die Grenzregionen das widerspiegeln, was im Nachbarland passiert. Und was ich eben aus der klinischen, virologischen Perspektive als Ärztin und als Virologin sagen kann, ist, dass die aktuelle Situation in den Kliniken keine Situation ist, mit der man über Monate weitermachen kann. Also es leiden im Moment alle. Es leiden die Corona-Patienten, es leiden aber auch alle anderen Patienten, deren Eingriffe oder Therapien verschoben werden müssen, die sich teilweise eben auch aus Angst vor einer Infektion vielleicht gar nicht mehr in eine Behandlung trauen. Und was oft vergessen wird, es ist auch eine extreme Belastung für die Ärzte und die Pfleger. Und wir sind, glaube ich, im Moment in einer Situation, wo man sagen muss, das ist nicht das Gesundheitssystem, was wir wollen, und das ist auch nicht das Gesundheitssystem, was wir gewohnt sind. Und auch aus der Laborperspektive kann man sagen, wir sehen immer wieder Knappheit, beispielsweise an Testreagenzien. Wir können das alles aufstocken und das ist auch total wichtig, aber wir können nicht mit einem exponentiellen Wachstum Schritt halten, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und auch in den Laboren ist es eben so, wir sind besonders dann schnell und gut und effizient, wenn die Fallzahlen niedrig sind. Wenn wir am Tag Tausende von Abstriche testen müssen, dann kommen wir nicht mehr hinterher. Dann dauert es einfach zu lange, bis die Ergebnisse wieder an die Patienten zurückgehen. Und damit wird das ganze Konzept der Kontaktnachverfolgung einfach immer schwerer. Und es ist eben etwas, was wir im Sommer gesehen haben. Im Sommer hat das alles wieder sehr gut funktioniert. Und jetzt funktioniert es wieder nicht mehr gut, weil einfach die Kliniken vollkommen überlastet sind, die Labore überlastet sind, die Testreagenzien schon wieder knapp werden. Und ich glaube, es ist keine Situation, in der man jetzt über Monate noch weitermachen kann. Vielen Dank. Dann würde ich gerne die dritte im Bunde noch einmal mit reinholen. Frau Freinsack, was hat Sie bewogen, das Positionspapier zu unterzeichnen? Sie kommen ja so ein bisschen aus einer anderen Perspektive, sag ich mal. Ja, also meine wissenschaftliche Perspektive ist, dass wir an der Universität Wien seit März auch zwei Studien laufen haben, wo wir untersuchen, wie es den Menschen in der Corona-Krise geht. Und gleichzeitig beobachte ich natürlich als Bürgerin auch die politische Kommunikation und die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Und ich glaube, so wie Frau Priesemann es schon gesagt hat, es ist jetzt wirklich an der Zeit, einfach klare Worte zu sprechen. Und ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, sie hätten es besser gewusst. Ja, also ich glaube, es viele Menschen, und wir hören das auch in unseren Befragungen, haben großes Verständnis dafür, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in einem Land am Anfang einfach Entscheidungen treffen mussten in der Abwesenheit von Evidenz. Aber es gibt jetzt, wie Frau Priesemann und auch Frau Eckerle gesagt hat, einfach eindeutige Zeichen, was wir tun müssen. Und das Erste würde ich sagen, und das findet sich natürlich in dem Papier, das Frau Priesemann geleitet hat, wunderbar und kurz zusammengefasst wieder. Wir müssen beginnen, mit klaren Zielvorgaben zu arbeiten und einfach zu sagen, wir wollen über den Winter kommen oder wir wollen ein besseres 2021 haben, reicht hier nicht aus. Also wir brauchen konkrete Ziele. Wir müssen auf diese Ziele, wir müssen die Ziele transparent kommunizieren. Das hilft auch, um sicherzustellen, dass die Unterstützung in der Bevölkerung nicht wegbricht. Man muss auch klar sagen, was wir nicht wissen. Aber das Ziel, das hier in dem Papier von der Frau Priesemann formuliert wird, ist in meinen Augen absolut sinnvoll. Das Zweite, wir müssen von dem Nullsummendenken wegkommen. Und auch das haben meine beiden Vorrednerinnen schon angesprochen. Aber ich meine jetzt ganz konkret diese Idee, dass wenn man jetzt wenn man sich zwischen Gesundheit und Wirtschaft entscheiden muss und wenn man jetzt die Gesundheit mehr schützt, leidet die Wirtschaft oder umgekehrt, das ist nicht so, dann leiden beide. Genauso diese Diskussionen, wo man einzelne Bevölkerungsgruppen herausgestellt hat. Ja, wenn die Alten leiden, dann haben die Jungen mehr Freiheiten. Das ist nicht so. Also wir müssen vom Nullsummendenken wegkommen und sehen, dass wir nicht umhinkommen, harte Maßnahmen in Kauf zu nehmen für eine Zeit lang, bis die Infektionsraten so niedrig sind, dass auch ein Trace and Isolate, eine Trace and Isolate Strategie Sinn macht. Es gibt keinen Weg vorbei. Wir sehen in allen Ländern, die jetzt gut die Corona-Krise im Griff haben, da gibt es so einige Aspekte, die alle diese Länder umgesetzt haben. Und diese Aspekte gilt es jetzt auch in Europa als Ziel zu formulieren. Und als allerletztes möchte ich noch dazu sagen, weil ich ja sozusagen auch mit zwei Hüten hier sitze, ich war ja eine der Mitautorinnen auch der Stellungnahme, die
in dem Lancet-Brief zitiert wird, eine gemeinsame Stellungnahme dreier Beratungsentitäten für die Europäische Kommission über Pandemie-Management. Und auch da wurde eigentlich schon festgehalten, dass wir klares, zielorientiertes Arbeiten brauchen, stärkere Koordination in Europa zwischen den Staaten. Und auch das war einer der Gründe, warum ich nicht gezögert habe, diesen Brief zu unterschreiben. Vielen Dank dafür. Ich habe direkt meine Anschlussfrage. Es war ja immer so, das Credo, die europäischen Grenzen bleiben offen und Reisebeschränkungen, lieber nicht. War das ein Fehler? Fragen Sie mich das? In die Runde gefragt. Also ich glaube, rückblickend glaube ich, war es ein Fehler. Ich sage nochmal dazu, dass ich nicht behaupten möchte, dass ich es vorher besser gewusst hätte wie viele andere. Rückblickend war es ein Fehler. Wir sehen auch, dass gerade in großen Staaten, jene Staaten, die innerhalb des Staates sogar, wie Australien zum Beispiel oder auch China, die Mobilität sehr stark eingeschränkt hat, dass die viel besser abgeschnitten haben, um das mal so zu formulieren, als zum Beispiel die USA, die zwar nach außen hin die Grenzen, also den Reiseverkehr nach außen hin beschränken, aber nach innen eigentlich nicht stark. Also ich glaube, dass die Beschränkung der Mobilität, so schrecklich ich das auch finde als Mensch, aber die Beschränkung der Mobilität nicht nur sozusagen mit den Staatsgrenzen, sondern auch gerade für größere Staaten innerhalb des eigenen Staates sehr wichtig ist. Und diese Schritte unternehmen ja auch viele Staaten. Und auch hier ist es natürlich absolut sinnvoll, eine koordinierte Strategie in Europa zu haben. Ich habe schon eine Frage von außen, die würde ich direkt mal mit reinnehmen. Und zwar, es war ja schon im Mai irgendwie absehbar, dass wir eine zweite Welle bekommen würden. Also da war die Evidenz schon da, okay, das Virus ist, wie es ist. Wir haben ziemlich viel gelernt darüber. Was sind denn die Fehler, die wir über den Sommer vielleicht mitgeschleppt haben jetzt in den Winter? Weil im Sommer war ja irgendwie, also gab es da saisonale Effekte? Okay, das ist irgendwie also ersichtlich, dass es die gab, aber wie waren die und warum klappt es jetzt gerade so wenig? Also warum, was ist da schiefgelaufen? Was haben wir aus dem Sommer eben nicht mitgenommen, was wir hätten lernen müssen? Einerseits auf nationaler Ebene, andererseits aber eben auf europäischer, weil das ist ja jetzt schon eine neue Forderung, sag ich mal, eben diese europäische Ebene stärker mit einzubeziehen. Was haben wir am Sommer an Fehlern gemacht? Also vielleicht kann ich was dazu sagen. Ich glaube, das Problem im Sommer war, dass man natürlich einmal erleichtert war, dass diese erste Welle vorbei war und sich dann ein bisschen erholt hat, was sicher auch allen gut getan hat. Aber ich glaube, man hat das zu wenig ernst genommen. Ich glaube, man hätte den Sommer nutzen müssen, um wirklich klare Strategien zu entwickeln. Man hat ja viel, sage ich mal, Theorien diskutiert, die man eigentlich so jetzt wissenschaftlich nicht untermauern konnte, dass wir vielleicht doch schon Herdenimmunität haben oder dass sich das Virus abgeschwächt hat. Da muss man aber ganz klar sagen, da gab es nie jetzt wissenschaftliche Daten dazu, die das unterstützt hätten. Das ist natürlich was wir uns alle gewünscht haben, dass es jetzt vorbei ist. Es hat sich aber auch über den Sommer zum Beispiel eben immer mehr Datenmaterial ergeben, dass die Aerosolübertragung eine große Rolle spielt, das heißt die Übertragung über die Luft. Und damit war eigentlich klar, dass wir im Winter in eine schwierige Situation kommen, weil wir im Winter einfach nicht mehr draußen sind, weil wir uns einfach in den Innenräumen aufhalten. Und ich glaube, dass das nochmal deutlich dazu beigetragen hat. Und ich glaube, diese saisonalen Effekte, die kann man relativ schwer erforschen, weil wir zwei Sachen hatten, die zusammenkamen. Wir sind im Sommer eben in der Post-Lockdown-Periode gewesen, wo die Fälle sowieso niedrig waren. Gleichzeitig sind wir aber viel rausgegangen und jetzt steigen die Fälle und es wird eben Winter. Und ich finde es relativ schwierig zu sagen, was sind da jetzt biologische Faktoren, wie vielleicht reduzierte Immunantwort im Winter, was sind eben jetzt Transmissionsfaktoren, wir halten uns mehr in Innenräumen auf und was sind eben einfach jetzt epidemiologische Faktoren, die einfach von dem Klima, sage ich jetzt mal, losgekoppelt sind. Ich glaube, das kann man noch gar nicht richtig beantworten, diese Frage. Frau Priesemann, würden Sie da noch was ergänzen wollen? Ich finde, es ist sehr gut gesagt. Ich finde, Frau Eckerle hat auf Twitter auch ein ganz klares Statement dazu verbreitet. Ich denke, dass wir sehr gehofft haben im Sommer, dass die zweite Welle nicht kommt. Und als wir dann im September gesehen haben, die Fallzahlen steigen und die Todeszahlen steigen, ich habe uns natürlich auch sehr gewundert, ist das nur das Testen? Wir haben klar gesehen, solange die Fallzahlen niedrig waren, waren die Alten geschützt. Das heißt, die Fallzahlen sind nur bei den Jüngeren gestiegen, sie sind bei den Alten anfangs nicht gestiegen. Seit Mitte September, das ist publiziert im Deutschen Ärzteblatt von uns, seit Mitte September gehen die Fallzahlen bei den Alten hoch. Seither gehen natürlich dann auch die Todesfälle hoch. Das bedeutet, bei hohen Fallzahlen lassen sich die Alten nicht mehr effektiv schützen. Mhm. Und zweitens,
Wir sehen jetzt trotz des Abflachens der Fallzahlen, dass die Todesfälle bei den über 60-Jährigen und über 80-Jährigen weiter steigen. Beim über 60-Jährigen steigen auch die Fallzahlen weiter. Wir werden bis Weihnachten, wir werden bis Neujahr noch weiter steigende Todesfälle haben. Da ist nichts angekommen von dem Streit. Nichts. Frau Breinsack hat gerade gesagt, man muss klare Worte sprechen. Wir müssen jetzt dieses Ziel formulieren, das muss transparent kommuniziert werden. Also ich habe das Gefühl, es wurden schon relativ viele Ziele kommuniziert. Diese 50 pro 100.000 haben sich ja auch irgendwann sehr schön etabliert, sage ich mal. Woran liegt es denn, dass das jetzt eben nicht mehr bei den Menschen ankommt? Also das Verhalten ändert sich nicht mehr. Lockdown Light hat nichts gebracht, also sieht man in den Fallzahlen. Also haben sich die Menschen nicht anders verhalten. Ist das bisher nicht klar genug oder woran liegt es eigentlich, dass es nicht funktioniert? Also ich glaube, man müsste zuerst mal fragen, was man unter nicht funktionieren versteht. Ich glaube, dass das Bild ist durchaus heterogener hier, als es zu scheinen mag. Bestimmte Dinge funktionieren ja sehr gut. Also ich kenne natürlich hier die österreichischen Daten am besten. Gerade auch das Abstandhalten, das Maskentragen findet extreme Zustimmung. Also wir haben diese Maskenkriege eigentlich hier auch nicht. Gleichzeitig, was wir schon sehen, wir sehen in unseren repräsentativen Umfragen, dass das Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierung extrem hoch war bis zum Sommer und seitdem stark absinkt. Und das ist natürlich jetzt gerade auch bezüglich der Impfstrategien problematisch, weil wir auch wissen, dass Impfbereitschaft viel mit dem Vertrauen in die Wissenschaft, aber auch in die Regierung zu tun hat. Warum kam es dazu? Wieder spezifisch für Österreich war es dieser Jojo-Effekt einerseits, dass man zuerst gesagt hat, am Anfang ist es alles ganz ernst, dann hieß es, es wird jetzt eh besser. Die Leute wurden zwar nicht ermutigt zu reisen, aber es wurde in meinen Augen wirklich auch zu wenig darauf hingewiesen, wie problematisch das Reisen ist für das Infektionsgeschehen und nicht nur das Reisen außerhalb des Landes. Aber was ich jetzt auch in Bezug auf unsere Daten sagen kann, die Menschen hatten sehr stark das Gefühl, dass, so wie das uns Leute gesagt haben, die Regierung selbst nicht weiß, was sie tut, dass sie zerstritten sind, dass einige Leute versuchen, eher die Wirtschaftslobbys glücklich zu machen und andere versuchen, Infektionszahlen einzudämmen. Also man hatte das Gefühl, dass eigentlich niemand weiß, was richtig ist. Und dann denken sich die Menschen vielleicht auch, warum soll ich mich dann so stark einschränken? Wenn man eben klar kommuniziert, was man derzeit auf der derzeitigen Evidenz für richtig hält, dann und auch sagt, was man nicht weiß und auch offen sagt, wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht richtig war, also auch eine Fehlerkultur muss es geben, dann steigt das Vertrauen in der Bevölkerung gegenüber dem Krisenmanagement. Und ein Punkt, der ganz wichtig ist, den wir in unseren Daten ganz klar sehen, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass klar kommuniziert wird, dann sind sie auch bereit, Dinge mitzutragen, die sie eigentlich nicht gut finden. Also es ist nicht so, dass es diese Untertanenmentalität gibt und die Leute machen blind alles, was ihnen gesagt wird. Die sehen das durchaus differenziert, sagen aber, um andere zu schützen, tue ich das und das und das. Und der letzte Punkt, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es keine Vereinzelungsstrategien gibt. Dass die Menschen nicht das Gefühl kriegen, die Pandemie ist da und sie müssen alleine mit den Problemen umgehen und die Probleme allein lösen. Also sie dürfen sich nicht alleingelassen fühlen. Mhm. Hier kommen schon einige Fragen von außen, deswegen mache ich einfach mal direkt weiter. Und zwar an Frau Priesemann gerichtet, sehr konkret. Wie schnell könnten denn die Fallzahlen auf eben genau dieses europäische anvisierte Ziel sinken, also auf 10 Neuinfektionen pro Million pro Tag? Wie hoch müsste dazu jetzt der R-Wert sein, zum Beispiel in Deutschland, aber auch gerne in anderen Ländern? Wie schnell können wir da hinkommen zu diesem Ziel? Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen, dass viele Länder auch in der zweiten Welle einen R-Wert von 0,7 erreicht haben. 0,7 bedeutet, dass sie die Fallzahlen um einen Faktor 2 pro Woche reduzieren. Das heißt, Landkreise, die jetzt bei 200 sind, gehen auf 100, 50, 25 und dann sind wir eigentlich schon bei 10. Das wären 4 Wochen. Das Ganze hat natürlich immer ein ganz klein bisschen eine Anlaufphase vorher. Wir werden das erst später beobachten. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal über die Weihnachtsfeiertage und Neujahrsfeiertage. Wir müssen die Zahlen, die dann berichtet werden, mit einem dicken Körnchen Salz interpretieren, weil das Testen und die Kontaktnachverfolgung sicherlich ganz anders funktionieren wird. Ja, das ist nochmal ein guter Aspekt, glaube ich. Welche Rolle
spielt denn die Wissenschaft in der Pandemie in Bezug auf den politischen Umgang? Sie haben gerade schon gesagt, da muss eine transparente Kommunikation ist wichtig, damit die Leute das mittragen. Jetzt ist es ja so, dass die Leopoldina, vor 2 Wochen war es jetzt, glaube ich, auch ein sehr striktes Maßnahmendokument im Endeffekt fast veröffentlicht hat. Das war ja, also wurde ja in manchen Kreisen auch sogar schon als Vorschreiben der Politik, was sie jetzt zu tun hat, gewertet. Also was ist die Rolle der Wissenschaft? Hört die Politik zu wenig darauf? Ist sie zu leise? Wie sehen Sie das Verhältnis Wissenschaft und Politik im Moment in der Pandemiephase? Gerne in die Runde. Frau Eckele, möchten Sie oder soll ich? Ja, also ich glaube, dass die Wissenschaft natürlich keine politischen Entscheidungen treffen kann. Die kann nur Vorschläge machen. Und die muss natürlich von der Politik dann eben übernommen werden und gehört werden. Aber wie vorhin auch schon angemerkt wurde, muss man sagen, diese Vorschläge, die sind ja jetzt nichts Neues mehr. Und die sind ja alle inzwischen belegt, dass die funktionieren. Und man muss ja auch nicht sagen, es gibt keine Evidenz oder man weiß eigentlich gar nicht, wie man vorgeht. Man weiß das ja sehr gut. Es gibt ja sehr viele Länder, die es gut hinbekommen. Und es liegt eben nicht nur daran, dass es Diktaturen sind oder Inseln, sondern die haben, setzen eben viele Aspekte um, die wir ja vorschlagen, von denen wir ja auch gesehen haben, dass sie im Sommer funktioniert haben. Können Sie da nochmal konkretisieren vielleicht? Welche genau sind das denn zum Beispiel? Wenn Sie jetzt Irland, haben Sie, glaube ich, erwähnt, also dass es da so gut funktioniert, da war auch eine Frage, was genau funktioniert denn da besser als hier? Die Schweiz habe ich nicht erwähnt als Land, was gut funktioniert. Irland. Nee, also genau, also in der Schweiz sind sie ja sehr hohe Fallzahlen. Nein, also Irland. Also Irland. Liegt am münsterländischen Aspekt, tut mir leid. Ja, also das sind eben Länder, die rechtzeitig oder zumindest dann zeitnah relativ starke Maßnahmen ergriffen haben und eben all das umgesetzt haben, was empfohlen wurde. Und wenn man sich das anguckt, es ist eben immer wieder das Gleiche. Es ist Fallzahlen runter, Nachverfolgung, Testkapazität. Natürlich gehört da ein Schutz der Risikogruppen auch dazu, aber das ist nur ein ganz kleiner Baustein. Und was, glaube ich, manchmal vergessen wird, Risikogruppen sind nicht nur Menschen in Altersheimen. Also Risikogruppen gibt es in allen Bevölkerungsschichten. Und ich glaube, diese Empfehlungen, die, wenn Sie sich umschauen, das sind ja überall die gleichen. Das ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja einfach die Tools, die man im Moment hat, bis man die Impfung zur Verfügung stehen hat, die sind relativ klar. Das sind ganz klassische Public Health Tools. Und ich glaube, natürlich kann die Wissenschaft die immer wieder vorschlagen. Und es gibt natürlich jetzt auch immer mehr Daten, dass es eben vielleicht doch über Aerosole in einem gewissen Prozentsatz geht, dass die Masken natürlich schützen. Das wird natürlich immer besser fundiert. Aber die Tools sind immer die gleichen, und die vorgeschlagen werden. Und die sind eigentlich seit Sommer schon die gleichen. Und deswegen glaube ich, gibt es da gar nicht mehr so viel Diskussionsbedarf. Also genau, und ich denke, dass so Stellungnahmen natürlich extrem wichtig sind, weil sonst halt es einfach so ein Chor an vielen Wissenschaftlern ist, und dann ist es aber eben sowas, hat es so einen Beigeschmack von einer Einzelperson, die eben eine Meinung hat, und ich glaube, deswegen sind diese Stellungnahmen extrem wichtig. Aber ich glaube, wenn man die sich anschaut, dann sind ja eigentlich alle großen Organisationen oder alle Fächer, alle Experten, die auch schon vor Corona eben in diesem Bereich gearbeitet haben, die sagen ja alle das Gleiche. Also ich finde, da ist gar nicht so viel Kontroverse eigentlich da. Ich glaube, der Knackpunkt wird es einfach anzupacken, weil einfach einige der Maßnahmen unpopulär sind. Und das ist einfach so, wenn man eben diese unpopulären Maßnahmen anspricht, dann bekommt man natürlich viel Widerstand. Aber ich glaube, wie auch die Frau Breinsack schon richtig gesagt hat, man muss das erklären, man muss klare Ziele haben. Ich glaube, am schlimmsten ist im Moment die Situation wie jetzt, wo eigentlich keiner weiß, wo wollen wir hin, vor, zurück. Alle 2 Wochen ändern sich die Empfehlungen. Und ich glaube, das verunsichert die Leute einfach noch viel, viel mehr. Jetzt ist es ja ein konkreter Vorschlag, den Frau Priesemann eben so angeregt hat, sag ich mal, und den viele mittragen. Aber welche Instrumente hätten wir denn auf einer internationaleren Ebene, um das jetzt irgendwie nochmal zu bündeln, um so eine Gemeinschaftsanstrengung wirklich hinzubekommen? Gibt es da irgendwelche politischen Instrumente? Was erwarten Sie jetzt? Was passiert nach dieser Stellungnahme vielleicht an Frau Priesemann? Ich möchte ganz kurz zu Irland nochmal was sagen, weil ich da ein bisschen das mitverfolgt habe. Die haben sehr, sehr, sehr klar formuliert, dass sie die Fallzahlen runter haben wollen. Und die haben einfach Ende Oktober erst einen Lockdown light und dann einen strengeren Lockdown gemacht und müssen jetzt über Weihnachten nicht mehr so sehr über die hohen Fallzahlen nachdenken. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz arg wichtig, dass man dieses gemeinsame Ziel formuliert. Das ist für uns so arg wichtig, wie man dann dahin kommt. Die Maßnahmen sind wirklich hinreichend bekannt. Aber, und ich finde, habe das Leopoldina-Papier ja auch unterzeichnet, es ist extrem wichtig, dass man alle Maßnahmen, die man irgendwie zusammenkratzen kann, in den Topf wirft. Denn je stärker man das macht, desto schneller ist man durch diesen Lockdown durch,
desto effektiver ist er auch. Das ist mehr, da ist die Summe der Teile ist da mehr. Je mehr ich dazu tue, desto schneller komme ich da durch, und zwar überproportional. Deswegen ist es so wichtig, es geht nicht ein halber Lockdown, das geht ganz oder gar nicht. Die Alternative ist zu akzeptieren, wir haben hohe Fallzahlen. Wenn das klar kommuniziert wird, dann sage ich, okay, aber dann können wir im Prinzip auch lockern. Dann können wir das im Prinzip der individuellen Verantwortung überlassen und werden wie Amerika dann immer mal wieder Notfallmaßnahmen machen müssen. Aber wir sehen als Wissenschaftler ganz, ganz klar nur Vorteile in den niedrigen Fallzahlen. Wir haben keinen einzigen Vorteil von hohen Fallzahlen gesehen. Ja. Dann vielleicht eine Frage nochmal an Frau Breinsack. Also gibt es europäische Instrumente, die wir jetzt noch irgendwie ansteuern können damit? Gibt es jetzt, was erwarten Sie? Regierungen schließen sich zusammen und machen noch ein Papier und kommunizieren transparent? Ich möchte trotzdem noch ganz kurz etwas zur Wissenschaft sagen, weil mir das wichtig scheint. Und dann komme ich natürlich auf Ihre Frage, Frau Halbach. Ich glaube, bezüglich der Wissenschaft, also auch hier kann ich mich natürlich vollkommen Frau Eckele und Frau Briesemann anschließen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt die Zeit zu nutzen und umfassend interdisziplinär und auch im Erfahrungswissen der Menschen Daten zu sammeln. Also ich glaube, es gibt gerade, ich komme jetzt wieder aufs Impfen zu sprechen, das ist ja auch eine der Maßnahmen, die ja auch auf europäischer Ebene dann koordiniert wird, hier wissen wir relativ wenig, auch in der Wissenschaft, darüber, wie Menschen über die Corona-Krise denken, über den Corona-Impfstoff nachdenken, was sie zum Impfen bringen würde, was sie davon eher abhalten würde. Wir fragen zwar die Impfbereitschaft ab, aber wir verstehen relativ wenig davon, wie Menschen wirklich denken. Ich möchte hier eine Lanze dafür brechen, dass man nicht nur mit Daten modelliert, die man schon hat. Es gibt ja diesen schönen Ausspruch, you cannot big data your way out of a no data situation. Wir müssen auch neue Daten sammeln, und da geht es auch um das Erfahrungswissen von Menschen, auch Menschen in Gesundheitsberufen, Frauen und Männern, die Homeschooling machen, alle diese Dinge, das wirkt sich auch aus auf die Gesundheit der Menschen, und das wirkt sich auch aus auf die sogenannte Compliance, also wie stehen Menschen zu Maßnahmen. Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist auch ein Punkt, der natürlich in unterschiedlichen Memoranden schon und auch in dem Brief jetzt wieder betont wird, wir müssen aufhören, in der Wissenschaft auch von dem Thema Herdenimmunität zu sprechen. Also im Kontext mit Impfen hat die Populationsimmunität eine Rolle, aber gerade im Rahmen der Immunität, die durch die Krankheit erworben wird, ist die Herdenimmunität ein sehr gefährlicher Begriff. Es gibt immer noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Worte sozusagen gleichbedeutend verwenden. Ich glaube, damit wird niemandem einen Gefallen getan. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass es in manchen Staaten schon, nicht in Europa, soweit ich weiß, aber in den USA auf jeden Fall, schon Debatten darüber gibt, ob Menschen aufgrund der Langzeitfolgen, die ja ungefähr eine von 7 Patientinnen treffen, ob Menschen, die die Corona-Krise, den Coronavirus überstanden haben, höhere Beitragszahlungen zahlen müssen für private Versicherungen. Und ich glaube, wir müssen das sehr, sehr aufpassen, dass wir erstens Menschen mit Langzeitfolgen unterstützen und zweitens, dass wir nicht jetzt uns in irgendwelche Ideen wie Immunitätsbässe verrennen. So, das betrifft auch noch die Wissenschaft. Und bezüglich der europäischen Instrumente, da kann natürlich die Europäische Union nur das tun, wozu sie ermächtigt wurde, wozu ein Mandat hat. Aber es ist natürlich, wenn alle 27 Staaten mitmachen, viel mehr möglich. Und eine Empfehlung, die wir in dem Papier der Beratungsentitäten für die Kommissionspräsidenten geschrieben haben, das im November publiziert wurde und auf das auch der Lancet-Brief referenziert, da fordern wir die Etablierung eines ständigen Gremiums, das sich mit gesundheitlichen Risiken und Gefahren beschäftigt, das auch so etwas wie eine ständige Ansprechorganisation wäre, noch eine Organisation, die mit anderen internationalen Organisationen verhandeln kann. Also wir haben kein ständiges Beratungsgremium für Pandemien zum Beispiel, und auch das brauchen wir auf europäischer Ebene. Welche Rolle hat denn das ECDC da? Also weil das ist ja, geht ja schon so in die Richtung europäisch organisierter CDC, also ECDC. Sehen Sie, das reicht nicht aus eben auf europäischer Ebene? Also das ECDC hat natürlich zu einem großen Teil jene Funktionen, die Zentren für Disease Control haben. Und das brauchen wir natürlich weiterhin. Aber ich glaube, es braucht auch so etwas wie ein Beratungs- und Verhandlungsgremium, das erstens die Politikgestaltung innerhalb der Europäischen Union berät,
das sich spezifisch auf Pandemien und Gesundheitskrisen konzentriert und nicht nur auf die, nicht nur, also nicht auf die ständige Erfassung und Auswertung von Daten über Krankheiten in der Europäischen Union im Allgemeinen. Aber hier haben wahrscheinlich meine Kolleginnen auch noch eine gute fundierte Position dazu. Ich würde sagen, das würde mir jetzt gerade reichen als Antwort. Dankeschön auf jeden Fall schon mal. Wir haben nämlich ganz viele Fragen von außen, deswegen würde ich jetzt noch mal ein paar hier reinnehmen. Und zwar direkt an Frau Priesemann. Ich glaube, so eben aus der Modellierersicht. Welche Rolle spielen denn die Schulen zum Beispiel beim Infektionsgeschehen? Das ist ja auch ein, sagen wir mal, ein Endlos-Thema irgendwie. Schule auf Kinder, ja, nein. Welche Rolle spielen die Schulen im Infektionsgeschehen langfristig aus Ihrer Sicht beim Runterbringen dieses R-Werts? Und daran anschließend, können Sie noch mal 3 bis 4 der wichtigsten Maßnahmen konkret benennen und nicht wir wissen das Bundle, sondern das ist eine Frage, die noch kommt, als vielleicht erst Rolle der Schulen und dann eben, welche Maßnahmen sind es denn, die ergriffen werden sollten? Ich würde am allerliebsten eine Zahl nennen und sagen, Schulen bringen 23%. Das geht nicht. Das geht deswegen nicht, weil das total davon abhängt, ob wir hohe oder niedrige Fallzahlen haben. Bei hohen Fallzahlen haben wir eine hohe Dunkelziffer und das ist ein Riesenproblem. Hohe Dunkelziffer heißt, es sind viele Menschen, die wissen nicht, dass sie das Virus haben und sie tragen es in die Schulen, auf den Arbeitsplatz, in die Familien, in den Freundeskreis. Bei niedrigen Fallzahlen sind die Gesundheitsämter schnell, sie sind schneller als das Virus und sie schaffen es, diese Infektionsketten zu unterbrechen, bevor diese infizierten Menschen neue Personen anstecken. Und gerade die Asymptomatischen, die gerade bei den Jüngeren sehr hoch sind, die spielen eine Rolle. Das heißt, bei hohen Fallzahlen spielen die Schulen wahrscheinlich eine höhere Rolle als bei niedrigen Fallzahlen. Ein ganz, ganz großes Argument, also die Fallzahlen zu senken, damit die Schulen offen bleiben können. Aus Hamburg gibt es Daten, das habe ich zumindest so gehört, mal bei Markus Lanz, dass eine von 5 Infektionen der Schüler in Hamburg dort auch in den Schulen passiert sind. Eine von 5 Infektionen bedeutet, wir könnten 20% über Schulschließungen reduzieren. Und man muss sich überlegen, an jedem Schüler, an jeder Schülerin hängt eine ganze Familie und diese Familie trägt das Virus weiter. Wir müssen dem Virus in einem Lockdown den Weg abschneiden. Wenn es jetzt also um die Frage geht, welche Maßnahmen brauchen wir, dann muss ich wieder sagen, welche sind die wichtigen? Alle. Es bringt nichts, nur die Restaurants zu schließen. Das verpufft so gut wie. Wir brauchen in allen Bereichen, auf der Arbeit, Homeoffice und einfach keine persönlichen Treffen. Wir brauchen im privaten Umfeld, Einschränkung der Kontakte. Wir wollen nicht, dass jeder allein in seinem Haushalt bleibt, aber sich zu überlegen, 1, 2 feste Kontakte, diese auch wirklich treffen, gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage, diese Kontakte mit diesen 1, 2 anderen Haushalten auch wirklich intensiv nutzen, aber eben dem Virus den Weg abschneiden, indem man sich die Haushalte auch so aussucht, dass die wiederum so gut wie keine Kontakte haben. Damit schneidet man dem Virus wirklich den Weg ab. Das sind also Arbeit, Schule, Einzelhandel ist ja jetzt geschlossen. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Öffentlicher Verkehr. Irland hat einen wunderbaren 5-Punkte-Plan. Da steht, der öffentliche Verkehr sollte höchstens zu einem Viertel genutzt werden, zu einem Viertel der Kapazität während eines Lockdowns. Auch das ein großes Argument. Und da sieht man die Synergien. Das funktioniert nur dann, wenn wir keine riesige Rush-Hour haben. Also wenn die Schulen weitgehend zu sind und die Menschen im Homeoffice sind. Das geht nicht, das eine vorzuschreiben und das andere nicht zu machen. Es ist wirklich ein ganz oder gar nicht. Wir müssen jetzt nicht über die Einzelmaßnahmen diskutieren. Es geht wirklich darum, jeden möglichen Kontakt so weit irgend möglich einzuschränken. Frau Eckerle, würden Sie da noch was zu ergänzen wollen, auch zu der Schulfrage? Ja, also das ist natürlich ein hochemotionales Thema, was glaube ich schon ganz vermint ist inzwischen. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was man braucht, dass man da jetzt einfach nochmal mit einem ganz nüchternen Blick hinschaut und sagt, welche Daten gibt es nicht. Es gibt inzwischen Daten bei niedriger Inzidenz scheinen die Schulen zumindest kein verstecktes Reservoir zu sein. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir wissen aber auch inzwischen, dass die Kinder einfach sehr unspezifische Symptome haben. Also die müssen gar keine Erkältung haben. Die können auch einfach Müdigkeit haben oder Durchfall. Das heißt, die Infektionen bei den Kindern zu erkennen, ist extrem schwer. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass man Kinder natürlich nicht so gut testen kann, weil dieser Abstrich einfach unangenehm ist. Das heißt, egal wie gut wir es machen wollen, wenn wir hohe Fallzahlen haben, wir werden immer Infektionen bei Kindern verpassen. Und ein Teil dieser Infektionen wird auch wieder Infektionsketten anstoßen. Ob das genauso häufig passiert wie bei Erwachsenen oder weniger, dazu muss man sagen, sind die Daten noch im Moment unklar. Aber ich glaube, die ganz große Gesamtbotschaft muss sein, auch wenn einem die Schulen, gerade wenn einem die Schulen am Herz liegen, müssen die Fallzahlen runter. Weil bei niedrigen Fallzahlen kann der Schulbetrieb sicher ab oder relativ sicher ablaufen. Dann hat man da keine versteckten Infektionen. Und wenn die Fallzahlen hoch sind, dann weiß man eigentlich gar nicht so genau, was da passiert. Und man kriegt es auch einfach, glaube ich, nicht gut in den Griff. Mhm.
Frau Priesemann, jetzt haben Sie gerade gesagt, nach 4 Wochen könnten wir da sein, theoretisch, an dem Ziel, was Sie stecken. Was passiert danach? Da sagen Sie auch so ein bisschen was in Ihrem Positionspapier darüber. Wie halten wir die gering oder sollen wir sie gering halten? Was ist die Strategie, wenn wir da sind? Im Prinzip ist es dieselbe Strategie, die wir in Deutschland im Sommer hatten. Wir hatten im Sommer lokale Ausbrüche, wie zum Beispiel in Göttingen oder in Gütersloh. Und es wurde wirklich entschieden im Sommer dagegen angesteuert. Es wurden lokal Schulen geschlossen, wenn das notwendig war, für eine Woche oder zwei. Und danach das heißt, sobald wir unten sind, geht es darum, wirklich intensiv, ich sage manchmal mit Zähnen und Klauen, diese niedrigen Fallzahlen auch zu verteidigen, indem man früh lokal gegensteuert und sich das nicht wieder nehmen lässt. Im Herbst sind die Fallzahlen in vielen Landkreisen Stück für Stück hochgegangen. Plötzlich sind die Gesundheitsämter nicht mehr hinterhergegangen und dann sind diese Fallzahlen in den Landkreisen hochgeschossen. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass in den Nachbarlandkreisen die Fallzahlen auch hochschießen, denn Reikerle hat das ja auch nochmal betont, die nicht erkannten Infektionen sind das ganz große Problem. Wir haben Paper dazu, wo wir das quantifiziert haben. Das ist inzwischen bei Nature Communications akzeptiert. Das ist wirklich die treibende Partei. Wir illustrieren das also der Eisberg. Da sieht man die Spitze und man sieht den Teil unter Wasser nicht. Bei niedrigen Fallzahlen ist dieser Teil unter Wasser sehr klein. Bei hohen Fallzahlen ist er einfach wahnsinnig groß und führt zu wahnsinnigen Problemen. Kommt eine Frage noch dazu, die geht vielleicht auch nochmal so in die klinische Richtung. Wie könnte denn eine Antigen-Teststrategie aussehen in dieser Zeit? Also was bei Ressourcenknappheit zum Beispiel, Frau Eckerle, Sie haben das vorhin noch gesagt, dass es eben kaum noch möglich ist, bei diesen hohen Fallzahlen überhaupt die Tests durchzuhalten. Wie zählen da Antigen-Teststrategien oder wie zahlen die darauf ein und welche Investitionen oder mögliche gesetzgeberische Initiativen brauchen wir vielleicht auch noch? Also diese Antigen-Teste, die gibt es ja inzwischen in vielen Ländern, werden die auch schon angewendet. Die sind auch sehr, sehr gut. Also im Vergleich zu allem, was man vorher an Schnelltesten hatte, muss man sagen, haben die eine sehr gute diagnostische Performance sozusagen. Allerdings ist es auch da so, dass man natürlich ein gewisses, regulatorisches Netzwerk oder Infrastruktur dafür braucht. Also im Moment sind diese Teste zum Beispiel kein Selbsttest, sondern die müssen durch medizinisches Personal durchgeführt werden. Das heißt, man braucht trotzdem ein Testzentrum. Und dann ist es auch so, dass die natürlich sehr gut sind, aber die sind nicht 100%. Das heißt, diese Vorstellung, die oft kursiert, dass man mit einem negativen Schnelltest wieder alle Freiheiten hat, die halte ich für sehr gefährlich. Also die Schnellteste, die sind sehr, sehr gut geeignet, um akut Infizierte rauszufischen. Und dafür sind die auch eigentlich gut. Aber wir können uns damit keinen Freifahrtschein kaufen. Und was man vor allem nicht machen kann, die Schnellteste, die ersetzen keine anderen Maßnahmen. Die können nochmal ein zusätzlicher, kleiner Lager on top sein, die dann nochmal ein bisschen mehr Sicherheit geben, aber die können nicht die anderen Maßnahmen aufheben. Und das ist sicher ein sehr wichtiges Instrument, aber auch da ist es so, man kann das Virus ja nicht wegtesten. Also ich kann ja die Infektionen, die schon stattgefunden haben, die kann ich zwar nachweisen, aber das Ziel muss ja eigentlich sein, die Infektionen zu verhindern. Und auch da ist es eben so, dass diese Antigen-Teststrategien natürlich umso besser und umso effektiver sind, je niedriger die Fallzahlen sind. Wenn wir so hohe Fallzahlen haben wie im Moment, ich meine, die Vorstellung, dass jetzt jeder sich jeden Tag einen Antigen-Test macht und sich dann selbst isoliert und selbst seine Kontakte informiert, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein akademisches Gedankenspiel, aber ich glaube, das ist nichts, was in der Realität funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe noch so an Frau Preinsack vielleicht eine Frage. Und zwar ist es ja immer so, wir müssen das auch an die regionale Situation anpassen, unsere Maßnahmen, damit das so ein bisschen verhältnismäßig bleibt, damit nicht alle irgendwie drunter leiden, wenn jetzt irgendwie ein Hotspot da ist. Das ist jetzt gerade nicht die Situation. Aber trotzdem, wenn man jetzt über eine nationale Strategie oder internationale Strategie nachdenkt, ist ja die Situation in den einzelnen Ländern eine andere. Wie passen denn so ein internationales Ziel und regionale Angepasstheit an Ländersituationen zusammen? Also in den hier vertretenen Ländern haben wir, glaube ich, nicht die Situation, dass es Regionen gibt, die sich jetzt überhaupt keine Sorgen machen müssen. Insofern kann ich nur wiederholen, dass das, und das hat ja auch zum Beispiel Australien gemacht und viele der Länder, bei denen es, also die Pandemie jetzt besser im Griff haben. Wir brauchen das Maßnahmenbündel, das relativ streng ist und große Einschränkungen bedeutet, bis die Fallzahlen niedrig sind. Und dann können wir nachhaltig hoffentlich wieder rausgehen. Das Maßnahmenbündel ist wichtig, was mir auch nochmal wichtig ist zu betonen. Und das betrifft jetzt nicht unbedingt regionale Unterschiede, aber trotzdem Unterschiede zwischen unterschiedlichen Menschen
in der Bevölkerung, weil es ja immer heißt, das Virus diskriminiert nicht, die Effekte schon. Es trifft natürlich, also die Kosten treffen natürlich die Menschen sehr ungleich. Und etwas, was in meinen Augen noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, gerade auch wenn wir über Schulschließungen reden, wen trifft es denn hauptsächlich? Es trifft die Eltern, aber es trifft hauptsächlich die Mütter. Was sind die Folgen dieser Schulschließungen? So sehr ich absolut auch verstehe, dass es in manchen Fällen die einzig richtige Lösung ist. Aber wir können das nicht machen, ohne zu sagen, wie wirkt sich das aus auf die Erwerbstätigkeit und auf das Einkommen der Frauen und so weiter und so weiter. Also wir müssen wirklich auch anerkennen, dass, um jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, einfach Armut nicht nur ein sozialer, sondern auch ein medizinischer Risikofaktor ist, weil arme Menschen mehr Vorerkrankungen haben und so weiter und so weiter. Das heißt, es muss dann, und das steht jetzt nicht in dem Lancet-Papier drinnen, nicht explizit, aber es ist absolut, wenn ich das mal so sagen darf, Frau Prisemann, im Geiste auch, dass man dann, also im Geiste des Lancet-Papiers, dass man andenkt, wie man nachhaltig Armut reduziert, weil das ein Risikofaktor ist auch für die nächste Pandemie. Und wir sprechen viel zu wenig über die Menschen, die die Kosten tragen. Wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen strenge Maßnahmen und wir müssen die Menschen, die die Kosten tragen, unterstützen. Jetzt kommt ja eine Nachfrage nochmal. Frau Prisemann, Sie haben ja direkt zu Beginn gesagt, wir wollten jetzt nicht in dem Positionspapier nochmal ein Bündel aller Maßnahmen aufschreiben, was jetzt genau explizit gemacht werden sollte, sondern wir wollten dieses Ziel, dieses gemeinsame Ziel, trotzdem beurteilen können, dahinter so viel wie möglich einzuschränken und alle Maßnahmen draufzuhauen, sage ich mal, würden da alle dahinter stehen? Wenn so viel wie möglich ist, ein wunderbarer Ausdruck, den jeder selbst wieder auslegen kann. Ja. Insofern, ich habe nicht mit allen Unterzeichnern einzeln gesprochen, das sind Hunderte inzwischen, also definitiv weit über 100 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen. Insofern kann ich das nicht im Einzelnen ganz genau sagen. Die Modelle und auch unsere Erfahrung sagt das sehr, sehr deutlich. Wir haben den Lockdown-Light versucht. Es war ein Versuch wert in Deutschland. Er hat nicht zu dem Ziel geführt, dass die Fallzahlen sich gesenkt haben. Spätestens Mitte, Ende November war das klar. Da hätte man sich überlegen müssen, ganz oder gar nicht. Insofern, man muss auch jedes Mal ein bisschen schauen, was reicht. Das ist leicht zu kommunizieren, dass bei der Krankenhauskapazität ein Limit ist, das nicht überschritten werden sollte wegen der Triage. Das ist ganz schwer zu kommunizieren, dass die Fallzahl niedrig zu halten so viel einfacher ist. Insofern, wenn wir uns dieses Ziels bewusst sind, dass niedrige Fallzahlen für alle besser sind, dann wird auch mitgezogen. Was ich schwierig finde, ist diese politische und dann auch in dem Journalismus diese Haltung. Zu jeder Meinung brauchen wir eine Gegendarstellung. Und ich freue mich auch schon auf die Artikel morgen. Es wird garantiert eine Gegendarstellung haben. Ich kann Ihnen eine Handvoll Menschen in Deutschland sagen, und sicherlich gibt es ja auch in Österreich, in der Schweiz, die Ihnen diese Gegendarstellung bringen werden. Aber es ist eine Handvoll. Das würde ich gerne einmal betonen. Überlegen Sie auch, was Ihre Verantwortung ist, wenn ich das einmal deutlich sagen kann. Fragen Sie die Leute, die gegen diese Methode sind, erstens, was Ihre Alternative ist und zweitens, ob Sie denn überhaupt auch nur im Ansatz die Modellrechnung einmal verstanden haben. Ich nehme jede Kritik an von jemandem, der die grundlegenden Modellmechanismen, die grundlegenden Mechaniken von so einer Pandemie mathematisch verstanden hat. Aber ich denke, dass das nicht bei allen immer der Fall ist. Insofern bitte fragen Sie da auch einmal nach. Fragen Sie nicht nur nach, was halten Sie da davon, sondern auch warum und haben Sie denn das verstanden, warum niedrige Fallzahlen möglicherweise doch einen Vorteil haben könnten. Das fehlt mir total in der Debatte. Ich weiß, dass ein Artikel davon lebt, dass man zwei Meinungen hat. Und Sie werden diese zweite Meinung finden. Aber überlegen Sie mal, fragen Sie nach, fragen Sie bitte wirklich einmal nach. Vielleicht können wir das direkt schon, es sind noch 2 Minuten, die Zeit fliegt irgendwie dahin, vielleicht einmal die Runde als Abschlussstatement machen. Was sagen Sie denn Menschen, die noch daran zweifeln, ob jetzt der Weg der richtige ist, den Sie gerade beschrieben haben? Zum Beispiel, Alten- und Pflegeheime, Maskenpflicht so ein bisschen, dann reicht das doch schon. Was würden Sie denn konkret sagen? Vielleicht nehmen wir das einfach als Abschlussstatement. Ich finde das irgendwie schön, es passt gerade sehr gut rein und dann machen wir einmal die Runde. Frau Prisemann, Sie waren gerade sowieso an Wort, würden Sie das einmal gerne machen? Ein Abschlussstatement. Ich denke, ich habe dieses europäische Statement initialisiert, weil ich denke, dass in der Wissenschaft ein wirklich sehr, sehr breiter Konsens herrscht, von der Virologie zur Epidemiologie, zur Wirtschaft und zur Soziologie, dass niedrige Fallzahlen nur Vorteile haben. Hohe Fallzahlen haben keinerlei Vorteile, weder für die Gesundheit
noch für das Sozialleben, noch für die Wirtschaft. Es lohnt sich, die Fallzahlen konsequent runterzubringen und dann auch wirklich konsequent dort unten zu halten. Wir haben bei niedrigen Fallzahlen mehr Freiheiten. Vielen Dank. Frau Breinsack, würde ich mal gerne als nächstes hören. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal Frau Briesemann für die wirklich wichtige Initiative danken. Ich glaube, genau das brauchen wir. Wir brauchen sozusagen eine Allianz der Menschen, die und auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich zusammenschließt und kurz und effizient sagt, was unserer Meinung nach zu tun ist. Es ist kein Nullsummenspiel. Wir können nicht sagen, wenn wir die Wirtschaft offen lassen, leidet die weniger und so weiter. Wir brauchen eine klare Zieldefinition und wir brauchen Unterstützung der Gruppen, die Hauptlast dieser Krise tragen. Vielen Dank. Frau Eckerle, was sagen Sie Leuten, die das noch nicht so richtig... Ja, also ich glaube, man kann vielleicht auch aus medizinischer Sicht einfach sagen, es ist ein neuer Erreger. Wir haben noch sehr, sehr viele offene Fragen. Es gibt sehr viel, was wir noch nicht zu diesem Erreger verstanden haben. Und es muss eigentlich unser oberstes Ziel sein, Infektionen zu vermeiden. Und es wurde jetzt schon von meinen Vorrednerinnen angebracht, aber wir haben die besten Freiheiten, das beste Leben. Wir kommen am nächsten an die Normalität, wenn wir wenig Viruszirkulation haben. Also ich glaube, man muss versuchen, ohne das Virus zu leben, nicht mit dem Virus zu leben und die Infektionen, die man dann eben noch hat, rechtzeitig einzufangen. So wie man das jetzt mit anderen Infektionen, beispielsweise mit Masernausbrüchen oder mit Ausbrüchen von anderen Infektionskrankheiten ja schon seit hunderten Jahren fast macht oder zumindest schon sehr, sehr lange. Und genau so müssen wir das mit dem SARS-Coronavirus auch machen, damit alle Menschen davon profitieren. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Es gibt keine Zweiteilung in Risikogruppen und in Nicht-Risikogruppen. Alle sind davon betroffen, wenn die Fallzahlen hoch sind und alle leiden darunter. Vielen Dank. Ich weiß, dass wir eine Minute drüber sind. Kein aber Problem. Ich will noch sagen, wir haben viele Unterzeichner aus der Wirtschaft. Leider ist hier jetzt in dieser Runde niemand dabei, aber sprechen Sie aktiv Andreas Peichel an, Clemens Fürst oder Herrn Altmann aus der Schweiz. Die haben alle dieses Papier auch unterschrieben, wenn Sie dort noch Expertenmeinungen dazu haben möchten. Zweitens, Impfstoff haben wir auch sehr wenig angesprochen. Der wird uns in den nächsten Monaten nicht retten. Und auch wenn er dann da ist, ist es nicht klar, finde ich, auch weiterhin langfristig Einschränkungsmaßnahmen haben müssen. Und auch da gilt dann, je niedriger die Fallzahlen, desto einfacher bleibt die Kontrolle. Danke. Vielen, vielen Dank, dass Sie das auch nochmal angesprochen haben, die verschiedenen Sichtweisen. Da ist dann doch 50 Minuten einfach zu kurz, um jeden Aspekt ansprechen zu können. Aber ich glaube, wir haben wichtige Fragen angesprochen und es kam sehr viel Interesse da. Ich hoffe, dass wir Ihre Fragen beantworten konnten da draußen und dass Sie was mitnehmen konnten. Ich fand es sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, dass wir das heute gemacht haben und bin gespannt, wie das aufgenommen wird von Journalisten, Frau Friesemann. Wir bleiben einfach im Kontakt darüber. Vielen, vielen Dank an die Runde und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüssi. Ja.